Geschäftsführer Thorsten Storm. Zu meiner Linken Velimir Petkovic und Bob Hanning. Und natürlich wie immer hat das erste Wort der Gästetrainer. Ich bitte Sie um ein Fazit. Ja, guten Tag. Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Handballspiel und meine riesige Werbung für unser Sport hat. Stimmung in der Halle war fantastisch, fand ich auch mal. So war es als Gästetrainer. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit meiner Mannschaft. Die Jungs haben alles gegeben, haben gekämpft, haben mit Sicherheit diesen Punkt verdient. Aber es ist natürlich auch so, wenn man mit der 7 Meter am Ende Ausgleich schafft, dann hätte man es auch verlieren können. Insgesamt denke ich, ein gutes Spiel von uns, auch wenn uns schon die Tore aus dem Rückraum ziemlich viel fehlen momentan, aber ein gutes Spiel von den Jungs und direkt nach der Pause oder in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben wir, waren wir bei 3 vorne, haben glaube ich danach dreimal freistehend in einer der Rennen gescheitert, hätten da eine Chance gehabt, uns abzuschätzen. So, 10 Minuten später hatte Berlin eine ähnliche Phase, dann hat man die 2-3 hintereinander freistehend gehalten und zwei große Tore, da haben sich da mit dem Rampenblick gekämpft und insgesamt haben, denke ich, eine rechte gerechte Verteilung der Punkte in einem Klasse-Spiel. Also, wer unsere Situation kennt, wir erwarten natürlich, dass wir sehr gerne die beiden Punkte mitgenommen hätten und hätten die gut gebraucht, aber Berlin macht schon eine sehr starke Saison bis jetzt und deswegen müssen wir auch sagen, dass es eine starke Leistung von Mannschaft gewesen ist. Dankeschön. Vielen Dank für das Statement. Ja, Velimir, das war wirklich ein richtiger Krimi. Wir hatten zum Schluss sogar noch die Möglichkeit, du hast Peter Stoffel eingewechselt, ja, den entscheidenden 7 Meter zu halten. Das ist leider nicht gelungen. Trotzdem denke ich, ein gutes Spiel. Wie fällt dein Fazit letztlich aus? Ja, ich habe jetzt positiv gehört, alles, was er dafür gesagt hat. Ich gratuliere ihm auch an einen Punkt. Ich habe immer im Vorfeld dieses Spiel gesagt, das ist eine gute Mannschaft, das ist ein Top-Trainer. Wer weiß, wie kommt er zurück auf diese Tal. Die haben Schwierigkeiten von Anfang an gehabt, aber ich glaube, die haben gute Mannschaft, die haben gute Trainer, die kommen zurück. Ich habe nur Angst gehabt, das passiert nicht heute, dass wir zurückkommen. Und das könnte sein. Wir haben ja zweite Halbzeit angefangen, das war ziemlich schwarz für uns. Aber dann hat meine Mannschaft auch gezeigt, welche Qualität wir haben diese Saison, welche Mentalität wir haben diese Saison, was haben wir gewonnen in dieser Saison im Vergleich mit letzter. Das ist diese Siegermentalität, Charakter. Wir geben nicht auf, egal wie steht der Ergebnis. Wir kämpfen bis letzte Sekunde. Und das Einzige, was macht mir unzufrieden, das sind unsere letzten 2 Tore, weil wir haben richtig gut alles gemacht, 7 gegen 6 gespielt, gut verteidigt und dann kassieren wir ein Tor von einem kleinen Winkel. Schade. Dann zum Schluss, wir haben auch letzte Sekunde diese vermeintliche Siegtor, könnte sein, zurückgelaufen. Wir waren schon im Verband da und dann kommt diese alte Hase wie Zeissi und macht seine Pirouette, macht 7 Meter da und dann verliert man Punkte. Du hast noch die Aktion, aber was hat dafür gesagt? Das war ein Top-Spiel. Viele Anrufe bekommen Bob, viele Anrufe ich habe gekriegt. Alle sind begeistert mit diesem Spiel. Wir haben das über Fernsehen gesehen und dann die Leute sagen, das war ein Top-Spiel. Ich muss mich auch freuen, aber ich brauche ein bisschen Zeit. Dankeschön. Vielen Dank, Velimir. Herr Storm, Ihr Fazit bitte. Ja, die Spiele hier in Berlin waren eigentlich immer schon hochklassig. Das letzten Jahr gelaufen ist. Jetzt haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt, finde ich heute. Das war wirklich für den Handballfan, egal für welche Mannschaft er ist, sicherlich ein Leckerbissen, weil da war alles drin. Vor allen Dingen viel Kampf auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben gefightet. Und muss man auch gar nicht diskutieren, ob die eine Entscheidung der Schiedsrichter so war oder so war. Das war eigentlich spielt keine Rolle, weil ich glaube, das ist so gerecht, dieses Unentschieden, dass alle mit einem guten Gefühl aus diesem Spiel rausgehen können. Und unsere Mannschaft hat eigentlich gar nicht so viel anders gespielt wie in den 2 Spielen zuvor. Auch da haben wir schon eine sehr gute Leistung abgeliefert und heute hatten wir am Ende zumindest das Glück der Situation. Das ist uns zum Beispiel in der Champions League zum Schluss verwehrt geblieben. Und das ist ganz wichtig, dass man dieses Glück auch mal wieder spürt als Mannschaft, weil die Jungs geben alles auf dem Spielfeld. Das ist ein sehr intensiver
heute war es für mich ein sehr, sehr gerechtes Ergebnis. Vielen Dank, ja, ein sehr gerechtes Ergebnis, Bob. Ich glaube, das würdest du so auch unterschreiben. Und wie hast du das Spiel von der Außenlinie mitverfolgt? Ja, das, was beim Trainer und Theo gesagt haben, ist das, was wir alle gesehen haben. Und das Gefühl hatten wir alle. Ich glaube, jeder hätte gerne gewonnen in der Situation. Jeder hatte die Momente, um das Spiel zu gewinnen. Es gab immer eine Situation bei 4 gegen 6, wo so ein Spiel in die Richtung vom THW kippen kann. Wir haben eine Phase gehabt, wo Landin dann dementsprechend zwar nochmal das Tor einfach zumacht. Wenn man einen Strich zieht, überragendes Handballspiel, Dynamik, Klasse, das ist das, was die Sportler auszeichnen. Wir haben gefühlt 60 Angriffe gehabt und am Ende entscheidend 3 Sekunden vor Schluss ein 7 Meter das Spiel. Das ist ja das, was unsere Sportler auch auszeichnet. Und von daher bin ich heute mit allem, was ich gesehen habe, sehr, sehr zufrieden. Wir haben mit VfL Flensburg geschlagen im Pokal. Und wir haben heute die Situation, dass wir THW Kiel schlagen können. Das ist genau das, wovon wir geträumt haben. Das haben wir erreicht. Also heute ist ein großer Tag. Ich habe gerade mit Petko gesprochen, letztes Tor. Jetzt freue ich mich gefälligst. Brumbeer und jetzt genießt das auch mal. Das ist einfach ein Moment, wo man auch mal sagen kann, hey, danke, was machen wir hier gerade? Wir sind in der Liga Tabellenzweiter, wir haben einen Punkt auf die Rhein-Neckar-Löwen, wir haben im Pokal leider nur im Achtelfinale gewonnen. Gegen Kiel können wir nicht mehr kommen, nicht, dass ich Ihnen das gönne, aber es freut mich trotzdem, dass ich dadurch nicht ausschalten muss, wie die Jahre zuvor. Also von daher glaube ich, haben wir heute hier eine gute Werbung für den Sport gehabt und ein tolles Event für unsere Sportler. Vielen Dank. Dann ist die Fragerunde jetzt hiermit eröffnet, falls Fragen bestehen. Ja, die Mann vorne bitte einmal das Mikro im Kopf. An Herrn Bakovic vielleicht. Das war jetzt ja angekündigt als Woche der Wahrheit. Wie sieht die Wahrheit aus? Wo stehen die Füchse? Ja, wir stehen auf zweite Tabellenplatz in der Bundesliga. Das ist schon etwas. Ich wollte gerade eben auch sagen, das ist meine. -3, okay. Ja, meine, dass wir rechnen. -3, wir rechnen minus 4 Punkte, okay. Ein Spiel mehr. Ja, ist okay. Oh, okay. Und wir sind eine Runde weiter im Pokal. In diese schwierige Situation, wo wir waren, letzte Monate oder letzte eineinhalb Monate, das ist phänomenal. Das ist fantastisch. Wir haben so viel Pech gehabt, verletzte Spiele. Fehlt uns noch immer unsere große oder größte Verstärkung. Marco Kopjar ist nicht da, 7, 8 Spiele. Wir spielen ohne ihn. Das bedeutet, wir sind richtig, richtig zufrieden mit alles, wie läuft jetzt, wie Mannschaft zieht mit. Welcher Charakter zeigt meine Mannschaft? Ich habe schon gesagt vorher, dass diese Mentalität will ich auch spielen, dass das passiert was bei uns in der Kabine, dass jeder will gewinnen, jeder gibt sein Maximum. Und das macht mir richtig, richtig, richtig Spaß, mit diesen Jungs zu trainieren, zu arbeiten. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Da wir so gerne gegen Norddeutsche spielen, darf ich Sie darauf hinweisen, dass unser nächstes Heimspiel am 9. November gegen die SG Flensburg-Handewitt ist auch hier im Fuchsbau. Und Ihnen wünsche ich allen eine gute Einreise. Vielen Dank. Ja, ich habe keine Ahnung.